Dann lass uns noch mal über Bochum reden. Da ist immer Spektakel. Die schießen viele Tore, kassieren viele Tore. Was erwartest du da für ein Spiel? Und ist das vielleicht auch ein Gegner, auf den du mehr Lust hast als eine Mannschaft, die sehr defensiv eingestellt ist? Ja, ich freue mich allgemein auf die Aufgaben, die vor uns jetzt stehen, auch auf das Spiel gegen Bochum. Ich glaube, die Tabelle täuscht ein bisschen, wenn es um Bochum geht, weil sie haben eine ganz gute Mannschaft. Die Statistiken sagen auch, dass sie ganz viele Tore schießen. Aber auch bis zu dem Zeitpunkt haben sie auch viele Tore kassiert. Aber am Ende konzentriert man sich auf das eigene Spiel und das wollen wir durchziehen. Und wenn wir das von der ersten bis zur 90. Minute gut machen, dann denke ich, haben wir eine gute Chance, um das Spiel gegen Bochum zu gewinnen. Du hast schon gesagt, das ist richtig. Sie machen viele Tore, spielen nach vorne natürlich richtig guten Fußball, haben auch gefährliche Leute vorne. Da geht es einfach, dass wir als Mannschaft gut verteidigen und wenig Gegentore kassieren, am besten gar keins. Vorne sind wir immer für ein Tor gut oder für mehrere. Deswegen wird die Basis wieder die Defensive sein und dann bin ich guter Dinge, dass wir die 3 Punkte holen. Wie ist das für dich persönlich in der Vorbereitung auf so ein Spiel, wenn man weiß, da kommt einer der Topscorer der Liga oder sie haben gleich zwei davon in ihren Reihen? Guckst du dir die nochmal besonders an? Sagst du, dass du da nochmal Videomaterial haben möchtest? Nee, wir machen, glaube ich, genügend Videoanalyse die ganze Woche, um einen Eindruck zu bekommen. Und letztendlich geht es auch darum, einfach unser Spiel durchzubringen und dominant aufzutreten. Und dann glaube ich, dass man sich auch nicht zu viel mit dem Gegner beschäftigen sollte. In der nötigen Art und Weise, dass man die Stärken, Schwächen kennt, aber auch nicht übertreiben.